Helga Feddersen auf ihrer Ruhestätte vor Modern ein paar Blumen. Auf ihrer Ruhestätte vor Modern ein paar Blumen. Auf dem verwitterten weißen Stein stehen drei Namen. Maria und Jakob Kuhn, gestorben 1964 und 1968, sowie Else Wendt, gestorben 1975. Vorn steht ein schlichtes Metallschild, Helga Feddersen, 1930 bis 1990. Das einzig Hübsche auf dem Grab ist ein kleiner weißer Engel, aber man weiß nicht so recht, über wen er wacht. Heute vor 15 Jahren ist sie gestorben, und sie hat noch nicht einmal einen Grabstein, die unvergessene Hamburger Volksschauspielerin, die den Menschen so viel Freude gebracht hat und die auf dem Steigfriedhof im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt liegt, obwohl sie dort nicht hingehört. Denn sie war Hamburgerin mit Leib und Seele. Ein Auftrag für die Pflege des Grabes liegt der dafür zuständigen Friedhofsgärtnerei Hermann auch nicht vor. Obwohl der dafür Verantwortliche in den vergangenen Jahren schon hin und wieder auftauchte, um Blumen niederzulegen. Aber das ist auch schon länger her, wie eine Angestellte sagte. Gemeint ist Reinhard Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, der Mann, den Helga Feddersen, warum auch immer, am Totenbett heiratete. Der Mann, der damals noch Reinhard Bullmeier, genannt Olli, hieß. Wie viel Geld der Last-Minute-Ehemann vor 15 Jahren von ihr erbte, ist nicht bekannt. Aber es soll gereicht haben, damit sich der gebürtige Stuttgarter für eine erkleckliche Summe von einer gewissen Erna Eils aus Emden adoptieren lassen konnte. Und da die Ostfriesin legal den Titel Irina Prinzessin von Sachsen trug, sie war 8 Jahre mit dem Enkel des letzten Sachsenkönigs verheiratet, gehörte Olli damit zum deutschen Hochadel. Für eine 6-Zimmer-Residenz im Herzen von Palma de Mallorca war auch noch genug Geld da, nur nicht für ein angemessenes Grab für seine angebliche Langzeitverlobte und Kurzzeitehefrau Helga Feddersen. Der 24. November 1990, die Nacht, in der Helga Feddersen ihrem langjährigen Krebsleiden erlag, änderte Olli Meyers Leben schlagartig. Der heute 60-Jährige war zuvor eine erfolglose Knatterschasche in belanglosen TV-Stückchen und Kleindarsteller in Filmen wie Dirndljagd am Kilimanjaro. Versuche als Schlagerstar mit heiße Würstchen mit Salat und Ich liebe Aerobik scheiterten, und kein Hahn hätte wohl jemals nach Olli Meyer gekräht, wenn da nicht seine Freundin Helga gewesen wäre. War ungleich erfolgreicher. Nachdem die hübsche junge Frau 1955 bei einer Tumoroperation an der O-Speicheldrüse eine irreparable Gesichtsverletzung erlitt, machte sie aus der Not eine Tugend. Neben ernsthaften Rollen, etwa in den Buddenbrooks und Tadellöser und Wolf, wurde sie zur Ulknudel der Nation. Spielte an der Seite von Ekel Alfred in Ein Herz und eine Seele und landete zusammen mit Dieter Hallervorden und einen Riesenhit mit Du, die Wanne ist voll. 1983 gründete sie das Theater am Holstenwall, spielte dort mehr als 400 Mal die Pelle Anna, und sie schrieb erfolgreiche Stücke fürs Fernsehen. Nach Helga Feddersens Tod wurde Olli Meyer in den Medien als Erbschleicher beschimpft, sein Buch Ich, Buhmann der Nation floppte. Erst als neuadliger Prinz von Sachsen war Olli dann einigermaßen begehrt. Mit seiner neuen Lebensgefährtin, dem Softporno-Sternchen Bea Fiedler, die später Albert von Monaco vergeblich der Vaterschaft ihres Kindes bezichtigte, sollte sogar zeitweise im Schloss Moritzburg bei Dresden gelebt haben. Als die Verbindung 1995 endete, zog sich Olli nach Mallorca zurück und tauchte nur noch selten in Klatschspalten auf. Vor 5 Jahren stöberte ihn ein Reporter auf und fragte, wer eigentlich die Wohnung seiner Hoheit in Palma sauber halte. Beim Prinzen von Sachsen putzt der Herzog zu Sachsen, antwortete der frühere Olli Meyer damals. Vielleicht spart er ja für einen Grabstein.